OneNote einen Text diktieren. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich starte hier lokal OneNote 2016. Ich bin hier beim Notizbuch Ruderclub und ich möchte hier einen neuen Abschnitt erstellen, der heißt Presse. Und ich erstelle hier die erste Seite, klicke hier unten hin und möchte nun diktieren. Ich gehe zu Einfügen und, da gibt es zwar Audio aufzeichnen, Video aufzeichnen, das will ich nicht, ich möchte diktieren. Tja, bei der lokalen Version geht das nicht. Ich schließe OneNote, ohne es zu speichern, denn das ist bereits synchronisiert online. Und ich gehe online. Ich habe mich eingeloggt bei Office 365 mit dem Link office.com oder o365.com und gehe hier zu OneNote. Hier finde ich meinen Ruderclub wieder. Und natürlich, Presse ist bereits synchronisiert. Ich klicke auf Presse. Da ist das Sonntagsrennen. So. Und hier kann ich sofort mit Diktieren beginnen. Ich klicke noch auf den schwarzen Pfeil, denn ich muss hier noch die Sprache auswählen. Deutsch. Und natürlich muss ich einigermaßen langsam und deutlich reden, damit OneNote mich versteht. Also ich klicke nun auf das Mikrofon und beginne zu diktieren. Und Schluss. Und Stopp. Klar, jetzt prüfe ich das nochmals. Hier das Komma. Hätte natürlich ein Komma sein sollen und nicht etwa Komma. Und hier hätte ich noch gerne eine Zeilenschaltung, aber im Großen und Ganzen sieht das ganz anständig aus. Das war's.